Hallo, ich habe wieder ein Windelhaul für euch, beziehungsweise eine Windelbestellung von windeln.de. Und ja, diesmal sind es keine Stoffwindeln. Das wird den einen oder anderen vielleicht erstmal so, wollte sie nicht mit Stoff wickeln? Ja, will ich, werde ich. Aber ich habe auch ein paar Wegwerfwindeln und zwar Bio- oder Öko-Wegwerfwindeln, weil ich auch gesagt habe, das ist ja wie mit den Stoffbinden. Da habe ich auch von Natracare zum Beispiel und die andere Marke fällt mir gerade nicht ein. Ja, Wegwerf-Alternativen sozusagen für Monatshygieneartikel ausgetestet und auch euch gezeigt. Und ich finde es auch ganz wichtig zu zeigen, hier, es gibt auch im Windelbereich die Möglichkeit, falls ihr sagt, okay, Stoffwindeln ist nichts für mich. Und zusätzlich ist es ja auch für mich eine ganz, ganz interessante Sache. Einmal bin ich neugierig immer und teste gerne aus. Und zum anderen habe ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, wenn ich im Krankenhaus bin. Da ist man ja so gute 3 Tage, meistens, manchmal auch sogar länger. Und in dieser Zeit Stoff zu wickeln, dann müsste man unheimlich viele Stoffwindeln vorhaben, weil man kann in dieser Zeit nicht waschen. Und deswegen habe ich auch für mich entschieden, ich möchte Wegwerfwindeln haben für die Zeit im Krankenhaus. Man kriegt zwar im Krankenhaus Wegwerfwindeln, aber das sind meistens sowas wie Pampers oder so. Und da sind halt doch relativ viele Chemikalien drin. Und mit Mullwickeln dort vor Ort möchte ich jetzt auch nicht. Deswegen habe ich gesagt, es hat auch ein bisschen was von, ja, nicht unbedingt Bequemlichkeit zu tun, aber ich würde nicht unbedingt Marvin ganz am Anfang alleine hier zu Hause die Stoffwindeln waschen. Das mache ich dann, wenn ich mit dem Kind hier bin und wenn er 2 Wochen frei hat, das machen wir dann zusammen hier. Da zeige ich ihm das, wie das vonstatten geht und ja, das ist mir dann lieber, als wenn er dann die Windeln hier alleine waschen müsste, aufhängen müsste. Ich glaube, er wäre damit einfach überfordert in der Anfangszeit, weil er dann auch sicherlich lieber bei uns im Krankenhaus ist, als hier und Stoffwindeln waschen möchte. Deswegen habe ich dann auch gesagt, es gibt noch ein paar Wegwerfwindeln. Hat mehrere Gründe, aber ich finde es alles ganz wichtig, dass man das auch mal zeigt, dass es das gibt. Mit dabei war eine Möglichkeit, retour gehen zu lassen, so ein Aufkleber, ein Fertigaufkleber, finde ich echt gut. Und dann auch noch ja, die Rechnung ganz normal. Stehen da auch Preise drauf? Ich kann es euch gar nicht sagen. Ach, hier stehen Preise drauf. Gut, dann können wir auch anfangen. Und neben diesen Windeln habe ich noch 2 andere Sachen bestellt. Zum einen habe ich dieses kleine süße Päckchen Anfangsmilchgurt, und zwar Bio-Anfangsmilch von Holle. Das ist eine Einzelportion von, also ist auch Demeter und so weiter. Ja, das ist mit Laktose. In der Anfangszeit kriegt das Kind ja eigentlich beim Stillen auch Laktose, sollte also auch verträglich sein. Es sei denn, es wäre wirklich so, dass Laktose gar nicht geht. Das werden wir dann merken. Und zwar gibt es bei uns im Naturkostladen eben genau diese Marke und ich wollte erstmal testen, ob das überhaupt so in Frage kommt. Für Notfälle, wenn ich mal wirklich vergessen haben sollte, Milch abzupumpen oder ich nicht genügend Milch habe und nicht zufüttern müsste, dann wissen wir wenigstens, verträgt das Kind das oder nicht und wir können eine große Packung holen und so weiter und so fort. Wir wollen auch nochmal gucken, es gibt noch eine laktosefreie Variante, ich weiß nicht, ob von Holle oder von anderen Firmen, aber ich hatte mir eine bio-laktosefreie Alternative mal gespeichert. Ich werde die einfach mal in die Infobox packen, wenn ich sie wiederfinde. Und, aber da gibt es halt nicht diese Einmalportion und ich wollte wirklich erstmal testen, ob das überhaupt mit dem Kind funktioniert, ob das das Richtige ist. Es gibt auch noch eine Allergiker-Variante, die ja auch naheliegend ist, da ich ja so super empfindlich bin und natürlich die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass das Kind das auch irgendwie mitbekommt. Ne? Das muss man halt immer so ein bisschen bedenken, aber ich habe gesagt, wir probieren einmal das hier mit aus. 98 Cent haben da 20 Gramm gekostet und ja, ob es dann zum Einsatz kommt oder nicht, das weiß ich nicht. Ich hoffe eigentlich nicht, aber wir hätten es dann schon mal da. Und ja, dann habe ich noch mir ein Nubi Nasen-Ohrenreiniger geholt. Und deswegen, man
Also ich finde schon, dass man das braucht. Man kann natürlich auch das aussaugen mit dem Mund, wenn die Nase verstopft ist, oder einfach nur abtupfen. Aber es ist sehr unangenehm. Wir wissen ja selbst, wie das ist, wenn die Nase verstopft ist. Selbst Hunde rotzen dann. Es ist wirklich so, die ganze Schleimschicht dann aus. Also die machen dann extra das durch die Nase, ja, dass das weg ist. Kleine Babys können das meistens noch nicht machen. Und deswegen habe ich gesagt, bestelle ich so eins mit. Und das ist ein Nasen- und Ohrenreiniger und hat eine sehr, sehr schmale Spitze. Es gibt zwar von DM von Baby One oder, nee, nicht Baby One, Baby Dream oder sowas ist die Eigenmarke, auch ein, aber die haben so eine breite also wirklich sehr breiten Aufsatz. Man soll natürlich mit dem Ding nicht komplett bis hinten Anschlag reingehen, aber wenn die noch ganz neugeboren sind und so ganz kleine Nasenlöcher haben, ist das vielleicht angenehmer. Muss man natürlich trotzdem vorsichtig sein. Und dann ist auch ein nicht nur Nasensauger, sondern Ohrensaugeaufsatz quasi mit dabei. Ob man den braucht, weiß ich nicht. Aber ich fand es eigentlich ganz gut. Es war runtergesetzt. Und preislich lag das bei 3,48 Euro. Absolut in Ordnung. Man kann es mal im Bestand haben. Vielleicht wird man es nie brauchen. Ich weiß es nicht. Ich habe es auf jeden Fall mitbestellt. So, kommen wir zu den drei Windelpäckchen. Und zwar habe ich zwei verschiedene Marken mir bestellt und insgesamt drei Windelpäckchen. Die werden auf jeden Fall, also ziemlich wahrscheinlich für die Zeit im Krankenhaus reichen und vielleicht noch ein bisschen länger. Eventuell werden wir ein, zwei aufheben. Ich bin mir nicht sicher, ob die Kamera heute scharf ist. Also falls nicht, es tut mir wirklich leid. Was wollte ich jetzt sagen? Es wird auch noch reichen für ein paar Mal danach oder zu Hause dann eventuell, wobei ich zu Hause wirklich komplett mit Stoff wickeln möchte, wenn was davon übrig bleibt. Keine Ahnung. Wenn was davon übrig bleibt, dann wäre es jetzt nicht schlimm. Aber ja, so mal schauen. Und zwar haben wir dann einmal von Moltex Nature die Nummer 1 Größe. 28 Newborn-Windeln von 2 bis 4 Kilo. Öko-Windeln sind das eben Green Brand Germany 2013-14. Also ist auch irgendwie bei den Öko-Windeln irgendwie Testsieger gewesen, weil es von der Funktion her so wie normale Wegwerfwindeln sind und auch die Saugfähigkeit gut sein soll, bla bla bla. Ne, finde ich gut. Also 40% nachwachsende Rohstoffe werden hier verwendet, umweltschonende Produktion, nachhaltige Herkünfte. 100% chlorfreier Saugkern für übertrocknet, dreilagiger Nummer 1 Saugkörper für schnelle Absorption der Flüssigkeit, zugesetzte Teeblattextrakte binden Geruchsstoffe, zugesetzt, also ja, das habe ich eben gerade vorgelesen, der super weiche Abdeckvlies besteht eben auch aus 40% nachwachsenden Rohstoffen. Comfort Stretch, elastische Bündchen garantiert eine perfekte Passform, spürbar hautfreundlich, vollständig atmungsaktiver Wäscheschutzfilm, frei von Naturlatex, frei von Parfümstoffen. Und ja, die Verpackung sollte man, also die Umverpackung sollte man von kleinen Kindern fernhalten, weil sie daran ersticken könnten. Allerdings sollte man das allgemein mit Plastik und so weiter. Ja, fand ich ganz spannend. Wie gesagt, es ist wohl auch relativ beliebt, diese Marke bei den Öko-Windeln. Finde ich auch ganz süß hier mit dem Bärchen vorne drauf und so. Ja, nö, ich bin halt Wegwerfwindeln. Und man hat so einen tollen Haltegriff. Ich bin mir gar nicht sicher, ob bei uns im Naturkastladen das so gibt. Da gibt es zwar viele Babysachen, aber ich glaube, Windeln haben die nicht. Naja. Die müssten wir halt dann, wenn wir jetzt nur die benutzen würden und keine Stoffe, müsste man die ja immer wieder nachbestellen. Das ist halt dann schon so eine nervige Sache. Und Marvin hat auch gesagt, als er die gesehen hat, so, also ich bin froh, dass wir nicht ständig einkaufen gehen müssen und Windeln kaufen gehen müssen, sondern dass wir unsere Stoffwindel zu Hause haben. Und das fand ich voll lustig, weil genau den gleichen Gedanken hatte ich auch, als ich dieses Päckchen aufgemacht habe. Dann habe ich noch zwei Packungen von Nutty by Nature Baby Care. Und das ist eine schwedische Marke. Und das ist eben auch die 1er-Variante, also für Neugeborene 2 bis 5 Kilogramm. Also die sind ein bisschen länger. 26 Stück sind in einer Packung. Und die sind ein bisschen günstiger als die Moltex.
Was ich bei denen halt richtig gut fand, weswegen ich mich dann noch für zwei Packungen entschieden habe von denen hier, ist die Seite von denen. Also da wird wirklich jeder einzelne Bestandteil dieser Windel erläutert, was drin ist. Und man kann wirklich, also das ist so super gestaltet, man kann wirklich alles nachverfolgen, was ist drin, aus was bestehen die und so weiter. So übersichtlich sind die Moltex nämlich nicht. Und das hat mir sehr gut bei Natti gefallen und deswegen habe ich die zweimal eben genommen. Ich dachte mir, es ist auch eine gute Möglichkeit halt mit den Wegwerfwindeln am Anfang mit dem Kindspech, weil das ja schon relativ klebrig und schwierig sein soll angeblich. Keine Ahnung. Aber für ein Krankenhaus finde ich es auf jeden Fall eine super Möglichkeit. Steht hier auch auf Deutsch was drauf. Keine Duftstoffe, chlorfrei gebleichte FSC-zertifizierte Zellulose, chlorfrei gebleichtes FSC-zertifizierte Außenvlies, kein Kunststoff. Die, Moment, weiter. Achso, da wird hier die Windel erklärt. Mhm. Auslaufschutz aus natürlichen Materialien, Folie aus Maisstärke, nicht genmanipulierten Ursprungs, kein Kunststoff. Verteilervlies aus natürlichen Materialien, kein Kunststoff. Und das finde ich halt wirklich sehr, sehr schön, dass man das so alles hier drauf findet. Ich sage euch gleich nochmal die Preise für die Windeln. Ich hoffe, der Akku hält jetzt nochmal gerade so lang durch. Und zwar haben die Natti by Nature eine Packung 5 Euro ein paar Zerquetsche gekostet. Beide zusammen haben 10,56 Euro gekostet für 26 mal 2 Windeln. Und dann hier oben die Moltex haben für 28 Stück 6,98 Euro gekostet. Ja, dann könnt ihr mal selber hochrechnen, wenn ihr Öko sein wollt und trotzdem Wegwerfwindeln haben wollt, dass es ein bisschen teurer ist als jetzt die DM eigenen Marke. Und ja, dass sich Stoff durchaus lohnt. Aber für den Anfang finde ich das eigentlich eine sehr, sehr schöne Option. Und ja, ich möchte trotzdem hauptsächlich Stoffwindeln benutzen. Das ist einfach so. Ich finde die auch viel schöner. Aber ich wollte euch die auf jeden Fall zeigen und werde auch berichten, wie wir sie dann fanden und wie gut wir sie fanden oder ob wir uns gewünscht hätten, wir hätten gleich mit Stoff angefangen. Aber das kommt dann alles noch und wir sehen uns gerne in einem anderen Video von mir wieder. Ciao!